Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Technik SMP Project RET. Und wenn ihr euch wundert, wo ich jetzt herkomme und was das für ein Portal ist, ich wollte es euch eigentlich nur demonstrieren. Ich bin letztes Mal in der letzten Folge schon mehrfach dadurch und habe es euch gar nicht gezeigt. Das ist unsere neue Verbindung zwischen unseren einzelnen Basen. Das hat Bakerman gebaut. Und das ist mit einem Honks und Portal gemacht. Die Lampen habe ich da reingesetzt. Aber das Portal hier hat Bakerman gebaut. Wir können anwählen, wo wir hinwollen. Trivolo, Bakerman, Neta. Und wir könnten noch mehr machen, wenn wir wollten. Dial. Und es verbindet sich. Schließt sich nach 10 Sekunden wieder. Hier sind wir bei Bakerman. Und putze. Den Monitor, den habe ich da dran gemacht. Da bin ich noch was am Experimentieren. Mal sehen, wann das klappt und wie das klappt. Wenn es klappt, werde ich es euch natürlich zeigen. Wenn nicht, ist der Monitor irgendwann wieder weg. So, jetzt geht es aber erstmal daran, womit wir uns ja die letzte Folge beschäftigt haben. An diese... Na, Sektatsch. Ich habe sie umbenannt. Und jetzt hole ich mir einfach mal hier irgendwo damit einen Grasblock. Zack. Wofür das denn? So ein Quatsch. Es ist kein Quatsch. Es geht um eine super geile Funktion von Ender.io, genau genommen. Eine super geile Funktion des Painters. Ich habe das mit Dirt schon getestet, aber ich werde es jetzt mit dem Grasblock machen. Ach so, ich habe die Maschinen noch geupdatet. Ich habe da überall noch einen D&L-Capacitator reingemacht. Dadurch haben sie einen höheren Eigentank. Das glaube ich ist doppelte jetzt. Vorher waren es 10.000 MJ. Jetzt passen 20.000 rein und sie sind schneller. Und in den habe ich sogar einen Hybrid-Capacitator gemacht. Und guckt euch das an, wie viel diese Maschine speichert. 100.000 MJ speichert die Maschine und sie geht ab wie die Hölle. Und was hier drin liegt, das werden wir gleich brauchen. Könnt ihr eigentlich schon mal anmachen. Guckt euch das an. Wisst ihr noch, wie langsam das war, als wir das erste Mal was gemacht haben hier drin? Endergold. Den Hybrid, den, wie heißt er jetzt? Hybrid-Capacitator geht so. Und ja, was ich da jetzt drin schmelze, Endergold, das brauchen wir für etwas, was wir gleich bauen. Ich möchte aber jetzt erstmal einfach mal ein paar Popplige, hoppala, Treppen. Half Slap. Das weiß ich nicht, ob es geht. Aber das könnten wir mal ausprobieren, ob das geht. Ich muss generell mal ausprobieren, was da alles geht. Aber mit den vielen probieren wir es jetzt mal live. Auch wenn ihr noch nicht wisst, was. Ich könnte die Silk Touch mal weglegen. Moment. Ich habe gar keinen Platz mehr im Regal. Legen wir sie da rein. Einen Happen Pappen essen. Achso, den Hund, den ich in der Flasche gefangen habe letztes Mal. Da sitzt er. Und er hat einen Namen. Rex. Hey. So. Das Ding ist durch. Wir wollen aber da dran. Den Origin Glassblock haben wir schon reingelegt. Jetzt probiere ich mal, ob es hiermit geht. Nein, schade. Okay, aber hiermit geht's. Guckt euch an, wie schnell das ist. Und guckt euch an, was dabei rauskommt. Bam. Babam.
Und das Ganze geht auch mit Stufen. Stufen aus Grasblöcken. Hey! Wie geil ist das denn? Und es müsste eigentlich auch aus den Zäunen gehen. Jetzt ist das bei Grasblöcken natürlich aus dem Zaun. Naja, Grasblockzaun. Muss ich mal gucken, wie das aussieht. Schade, dass es bei der Falltür nicht geht. Ich glaube, ja, das geht auch nicht. Ich muss da noch experimentieren, bei was es alles geht. Aber die drei Sachen gehen auf jeden Fall. Beliebige Materialien. Wir könnten die auch aus dem, ja, kann man sowieso aus dem Stein craften, aber wir könnten auch Slabs und so einfärben auf die Methode. Oder so. Oder so wie die Decke. Oder keine Ahnung. Es wird halt die Textur benutzt. So, und das war mein Test hier mit dem Grasstein. Und jetzt guckte mal da. Ist das geil? Ist das geil oder ist das geil? Hä? Sagt es. Ich finde das saugeil. Zack. Ist das irre? Da werde ich noch mehr von machen. Oh, da haut man aber lange drauf rum. Das war doch nur Holz. So, dass wir hier nicht mehr hochhüpfen müssen. Ich hatte ursprünglich ja vor, hier noch einen Weg zu bauen, aber das werde ich gar nicht machen. Durch die Möglichkeit, das ist so genial. Ja gut, sollte man hier vielleicht noch. Hier kann man ja Treppen hin machen. Ist ja egal. Achso, den Zaun, den muss ich mir aber auch nochmal angucken. Wie sieht der denn aus? Ja. Naja, wer weiß, wofür es gut ist. Aber wie gesagt, so kann man auch Zäune in allen möglichen anderen Materialien herstellen. Ist ja schon durchaus ganz witzig. Hat auch was. Wer weiß, wofür es mal gut ist. Jetzt aber wieder weg. Oh. Du mit der Axt besser? Ja, du gehst mit der Axt besser. Waren nur die Slabs, die nicht so gut gehen. Okay. Den knallen wir aber mal. Kackendreist. Ich wüsste jetzt nicht, wofür so gut sein sollen. Zack. Und den auch. Aber in Müll. Und dann gehen wir jetzt mal. Ich wollte euch, wie gesagt, hier auch noch was zeigen. Das ist jetzt fertig. Und zwar. Ich bin jetzt gerade zu so blöd, das Add-Zeichen zu finden. Da. Addender.io. Das Ding, Dimensional Transceiver. Transceiver? Keine Ahnung. Werde ich euch nicht zeigen. Weiß ich nicht, was das ist. Ich habe es auch noch nicht ausprobiert. Die Lämpchen auch nicht. Werde ich auch nicht zeigen. Das kommt später. Die werden wir irgendwann auf jeden Fall mal machen. Aber das sind einfach nur Solarpanels, die MJ produzieren. Wenn auch recht wenig, ein MJ pro Tick. Was wir wollen, ist das hier. Ein bisschen teuer. Und das hier. Auch teuer. Ist aber natürlich schon nicht hier vorbereitet. Moment. Haben wir da rausgenommen? Ja, ich hab's doch sogar in der Hand. Alter. Hier habe ich es aber hingelegt. Zack, zack, zack. So, das Rezept, da möchte ich nicht löschen. Ich weiß nicht, ob ich es nochmal brauche. Deswegen gehen wir hier rüber. Nimm, 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 nimm. Wo ist er? Achso, wir brauchten eine Ender-Truhe. Na gut, die kann man auch mal anzeigen. Einmal rundherum. Das dürfte ja für die meisten nichts Neues sein. So. Hätte ich auch schon da reinlegen können. Vier Enderaugen, vier Diamonds.
Gut, dass ich jetzt nicht aufgepasst habe, wo sie hin müssen. Okay. Ja, aber das kennt ihr ja schon von mir. Die Rezept merken. Junge, Junge. Bam. Einmal Ender.io. Und das hier ist das Gegenstück davon, das Enderface. Wirklich ein teurer Spaß, muss man ganz klar sagen, aber die Diamanten tun uns nicht wirklich weh. Schwierig waren das Eye of Ender und das hier ist auch schon aufwendig, nicht schwierig, aufwendig. Man braucht halt den Eye-Ausmelter. So. Wo ich das jetzt genau platziere, weiß ich noch nicht. Ich werde es nur euch zum Demonstrieren jetzt mal hier hinballern. Dieses Ender.io hat einen Radius von 4 Blöcken. 1, 2, 3, 4. Ich setze jetzt mal dahin. Sieht ja ganz witzig aus. Könnte man vielleicht auf eine Obsidiansäule oder so platzieren. Hat was. Aber so, naja, ist jetzt halt noch, ne? Ja, ist ein Auge, was uns anguckt und sieht ganz nice aus und für Deko ein bisschen teuer. Nein, es ist keine reine Deko. Wir nehmen das Enderface, verbinden es mittels Rechtsklick mit dem Ender.io Interface. Ja, und jetzt gehe ich einfach mal. Nein, hier nicht. Ich gehe jetzt einfach mal zu Trivolo. Schawupp. Sind wir bei Trivolo. Oh, ich weiß nicht, ob ich da jetzt was spoiler, höchstwahrscheinlich. Also gucken wir mal in die andere Richtung. Stellen uns hier hin. Ne, altbekannt, das kennt ja schon jeder. Da brauchen wir, da kann ich nichts spoilern. Machen jetzt so und machen einen Rechtsklick. Ender.io Block Chunk is not loaded. Oh. Müsste doch vom Chunk Loader sein, geladen sein. Das ist allerdings. Okay. Auf so eine Entfernung muss ich zugeben, hatte ich es auch noch nie ausprobiert. Das ist natürlich schlecht. Ich dachte, der Chunk Loader reicht aus. Müsste aber doch. Na gut, stellen wir uns halt hier hin und haben jetzt einen Rechtsklick mit dem Ding in der Hand gemacht und schaut mal an, was da passiert. Wir sehen unser Enderauge. Und ich habe es falsch platziert. Wir sehen vier Blöcke um das Enderauge rum. Leider sehen wir jetzt die Wände nicht. Müssen wir also nochmal ändern. Fail, Vorführeffekt, Mist. Aber ich gehe das Ding jetzt nicht kaputt. So. Stellen wir da hin. Machen das nochmal. Gehen hier hinten in die Ecke und machen einen Rechtsklick. Dann schauen wir mal. Oha. Wir sehen unsere Ender.io-Maschinenecke, beziehungsweise IC2-Maschinenecke. Ja, können das hier frei bewegen. Ne? Können wir mal von unten gucken. Alles kein Thema. Jetzt wird sich der ein oder andere vielleicht denken, ja und, was soll der Quatsch? Jetzt küttet. Ich mache jetzt einen Rechtsklick auf unsere Painter. Oha. Die GUI unseres Painters. Nanu. Nochmal den Spaß. Ein Rechtsklick auf dem Macerator. Oha, die GUI des Macerators. Wir können alle Maschinen, die in dem Sichtbereich des Ender.io sind, können wir bedienen. Ich weiß gar nicht, kann ich den Worktable auch bedienen? Ich kann sogar den Worktable bedienen. Ist das eine coole Geschichte?
meine, ich weiß nicht wirklich, ob ich's wirklich brauchen kann, obwohl, warum nicht? Wenn ich hier was im Smelter hab und da hinten am Craften bin und nicht hier rüberlaufen will, dann mache ich so. Jetzt weiß ich nicht, ob ich was im Smelter hab, aber ich habe was im Macerator. Greife auf den Macerator zu, hol mir den Kram raus und kann weitermachen. Ist das geil oder ist das geil? Also ich find's saugeil. Und es sieht auch noch cool aus, das Ding. Ist halt nur die Reichweite, naja, nicht so doll. Ne? Also ich finde, das steht ein bisschen zu nah dran, finde ich jetzt. Mir wäre lieber, wenn es da stehen könnte, wo es vorher stand. Aber man kann es ja auch an die Decke hängen. So ist das ja nicht. Wäre auch noch eine Möglichkeit. Ich glaube, das mache ich auch. Da oben stört es nämlich nicht. Ja, ich glaube, wir haben noch ein paar Minuten Zeit und ich wüsste auch jetzt ehrlich gesagt nicht, was ich euch noch zeigen soll. Zumindest zu der Thematik. Ansonsten gäbe es noch einiges, ganz keine Frage. So, knallen wir da mal rein. Probieren wir doch mal aus. Brauchen wir die? Ich weiß, ich habe sowas. Ich weiß nur nicht, habe ich es hier? Nein, habe ich nicht. Dann habe ich es bestimmt wieder rausgebracht. Das muss ich auch endlich mal machen, dass der ganze Kram hier reinkommt. Ich weiß aber immer noch nicht so hundertprozentig, wie ich das Lagersystem machen soll. Könnte sein. Das sind zu wenig. Könnte sein, dass ich es wirklich bei Barrels belasse. Habe ich hier kein Iron? Silber? Tin? Aluminium? Ich habe das ganze Iron schon rausgeholt. Ei, 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 so ein Scheißendreck. Naja, als ob wir zu wenig Iron hätten. Das haben wir beim besten Willen nicht. Ah, ich könnte euch noch was zeigen mit den Updates. Habe ich die Geschwindigkeit von dem Ding schon gezeigt? Ja klar, haben wir ja schon. Da kann man ja drin auch drin backen. Passt mal auf. Stell mal auf Ofenmodus. Was der Kram da durchrast. Es ist einfach irre. So im Vergleich. Und der ist ja auch schon schneller. Ja, viel langsamer ist er nicht. Aber wer sich das Video anguckt, wo ich den Kram gebaut habe, wie langsam die Dinger da waren. Alter Schawede. So, hier ist auch Eisen. Gehen wir hier dran. Nee. Da. 2, 3, 4, 5, 6. Müsste reichen. Da haben wir schon wieder eine Trophäe. Irgendwie rafft er das nicht, die da unten reinzustapeln. Das ist übrigens vom Butze hier. Er kam reingerannt, ohne was zu sagen. Knallte mir das Ding hin und war wieder weg. Ich denke, hä, was hat er gemacht? Dreh mich um, krieg einen Schreck, was macht eine Spinne hier drin? Die darf doch gar nicht hier sein. Und ja, geil. Stört mich ehrlich gesagt ein bisschen da an der Stelle, weil ich hänge da immer fest. Aber ansonsten, saugeil. Aber vielleicht kriegen wir ja irgendwann noch irgendwie eine zweite und dann können wir sie anders platzieren. Hier neben den Skeletten oder ich habe schon überlegt, hier Treppen. Falsch rum als Regale an die Wand und die da drauf oder so. Mal gucken. Jetzt aber erstmal das, was ich mal ausprobieren wollte mit dem Enderauge. Könnte mir vorstellen, das sieht gut aus. Genau drauf. Sind wir da genau drüber? Müssten ja theoretisch, ne? Ja. Ah, hängt ein bisschen zu niedrig. Müsste eins höher, ne? So rein von der Optik. Aber so von der Kette darunter hängend. Ist doch gar nicht schlecht. Das weiß ich nur nicht. Komm, probieren wir einfach aus. So, eins höher sieht optisch auf jeden Fall geiler aus. Vielleicht noch von oben beleuchten oder so, wäre ganz cool. Aktivieren wir das Ding.
Dann gucken wir mal, wie weit wir sehen können. Ja, wir sehen doch genug. Wir sehen den Fußboden nicht, aber wir sehen die Maschinen. Ja, ist doch perfekt. Absolut perfekt. Guck mal, wir können sogar ein bisschen dahinter in die Kabel gucken. Der anderen Seite auch. Nee, da rechts nicht. Na gut. Coole Sache, finde ich. Auf jeden Fall. Können wir das denn mal schick, schick platzieren. So. Weiß gar nicht, komme ich. Ah, mit Escape komme ich da auch wieder raus. Ohne dass ich eine Maschine aufmache. Das hatte ich nämlich noch nicht probiert. Ja, ich finde sogar, das sieht doch ganz nice aus. Und dann sage ich mal, wie immer, bleibt mir gewogen, bleibt mir treu. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Part. Ciao!